so ein bisschen anstrengend, wenn man zum Beispiel bei anderen Streamern auch unterwegs ist und dann alles grundlegend irgendwie ein bisschen anders aussieht. Ne? Das finde ich dann immer ab und zu ein bisschen anstrengend, auch als Zuschauer, der sich nicht so oft mit Streams beschäftigt. Ne? Und wenn man dann so ein bisschen so eine gerade Linie dazwischen hat, weißt du, gerade bei so befreundeten Streamern, dass man dann so eine kleinen roten Faden sieht, das finde ich immer ganz angenehm. Ne? So, dann gehen wir hier oben hin und können dann gleich hier die Mission noch machen. Und die Mauern von Temple Booth. Und dann geht das los. Okay, los geht er, der Peter. Ich fände es total toll, wenn meine Frau mich jetzt gerade ein bisschen supporten könnte. Ich bräuchte nämlich was zu trinken, bitte. Ich habe nichts mehr. Ich habe nämlich gerade mein Getränk unten vergessen. Oh, gibt's was zu essen hier? Du hast mir eine Einladung geschickt. Ja, ich sehe es. Ich klicke da mal ganz kurz drauf. Da ist er ja. Zack, ich bin drin. Beitreten. So. Willkommen bei Werbung. Ja. Sehr schön. Ja, ich mag dieses Foto. Sag mal, wer pfeift denn da? So. Wo ist denn hier? Da ist wieder was Goldenes. Das holen wir uns und dann machen wir die nächste Mission. Irgendwas mit Blubs, bitte. Ich sag ja, ich habe meine Flasche unten stehen lassen. Die habe ich gerade nicht mitgenommen. Die Flasche mit der Fanta. Weil heute rede ich, finde ich, extrem viel für meine Verhältnisse. Obwohl ich rede eigentlich immer viel. Und da merke ich, wenn dann so der Hals trocken wird. Da braucht man dann regelmäßig was zu trinken. Was ist denn das? Na, das sieht ja mal richtig nett aus. Sollen wir mal unseren Geier losschicken hier? Flieg, Freundin. Mal einmal hier gucken. Oh. Oh. Wir können ja mal außen rum gehen. Vielleicht geht das ja. Dieser Ort wird gut bewacht. Aha. Null Problemo. Schnell dich weg. Sofort. Oh. Dankeschön. Hihi, sogar kalt. Ja, statt auch im Kühlschrank, die wolltest du ja eigentlich auch mit nach oben nehmen. Ja, geil. Dankeschön. Voll cool, die haben eine Predator-Aufgabe da eingebaut. Wie eine Predator-Aufgabe? Ja, auf einmal kämpfe ich jetzt gerade gegen Predator im Dschungel. Ja, ist cool. Den siehst du auch so gut, ne? Ich dachte gerade, abgestürztes Raumschiff, grünes Blut, diese komischen Klick-Klack-Geräusche. Ich sag, oh, Predator. Oh je. Predators. Ah, das ist cool. Ich werde niemals das Zitat von Arnold Schwarzenegger vergessen. Wo er gesagt hat, du bist so abgrundtief hässlich. Ist das aber wirklich so viel, wie man sagt? Diese Wissenschaft ist mir einfach zu hoch, um ehrlich zu sein. Und dazu eine gute Ladung Blut. Ich bin schon beim Messerschlägen in Irm angewendet. Beim letzten Adalas fast gestorben. Hab einfach nicht aufgehört. Ich dachte immer, dass Gesänge am besten helfen. Neunmal hintereinander. So. Gott verfluche dich. So, und Gott segne dich. Bei den schwereren Gegnern, wenn du da ein Attentat machen musst, dann musst du ja diesen machen. Sonst funktioniert's nicht. So, guck mal, da ist auch noch was. Ach, guck mal, die können wir ja plündern, ey, bis nach Mappen. Ey, ich will nicht da rein. Lass mich weg.
Dann knöpft ihr mal den Predator vor. Diesen fiesen Hubert. So, da hoch. Schwupps. So. Oh. Oh. Mal sehen, wie das ausgeht. Ach, der war schon tot. Der ist nur runtergerutscht. Der ist nur runtergepurzelt. Okay. Ah, da ist wieder eine Fertigkeit. Eine Fähigkeit. Durchschlagender Schuss. Oh, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Das ist bestimmt für gepanzerte Feinde und so nicht schlecht. Lass mal sehen. Durchschlagender Schuss. Schieße einen Pfeil mit genug Kraft ab, um beinahe alle Hindernisse zu durchschlagen. Ja, das gefällt mir richtig gut. Das ist hier, Todeszeichen, gerückte entdeckte Gegner zu markieren. Ah, okay, ja, das ist natürlich geil. Und da machen wir, den machen wir auf dahin. Sehr cool. Jetzt ein bisschen nach oben. Hast du eben deinen 160. Follower erhalten? Sehr schön. Glückwunsch. So. Im Business, also im Geschäftsleben, nennt man sowas Cross-Selling. Über die eigenen Bereiche hinaus Vertrieb machen. So, jetzt können wir diese... Ich probiere das mal aus mit dieser Pfeilsalve. So, guck mal, jetzt habe ich die anvisiert. Ciao. Geil. Sehr cool, sehr sexy. So, da gibt es noch eine Truhe. Aber verbraucht natürlich Pfeile, ne? Und das anscheinend nicht wenig. So, da ist auch noch was. Oh, sehr cool. Der Schuss ist eigentlich ob. Was meinst du mit ob? So, lass mal sehen. Sollte somit Nummer 1 sein, okay. Ciao. Ach, overpowered. Ne, ich finde den richtig gut. Erzähl nicht sowas. Außerdem brauchst du dafür ja hier die... Der hat sich gewundert, warum der umgefallen ist. Ciao. Tschö. Nein? Ey, der hat sich verkrümelt. Wie sieht's mit dem aus? Die wissen gar nicht, warum sie umfallen. Ja, der Vorteil ist, du kannst damit natürlich mehrere Gegner machen. Hast du nur 2 Gegner, dann kriegen die alle irgendwie, was ich, 3 Pfeile oder so ab, ne? Das ist dann ein bisschen was anderes, also, ne? So habe ich es jedenfalls jetzt verstanden.
Ciao. Sag mal. Dann halt so. Wie, du bist im Kampf gefallen? Oh je, missing in action. Tschüss. Bin bereit. Ciao. So. Weg mit deinem Frikandelkopf da. Zack. Sag mal. So. Und jetzt gibt's noch den anderen Schuss. Shit. Standartenträger. So. Schön den Speer. Zahnstocher. Sag mal, wer schießt da? Wahrscheinlich ein Schütze. Ciao. Was ist denn hier jetzt los? Ach, da ist ja noch einer. So, weg. Ah, der kam mit einer Armbrust, deswegen kamen die so an. So, lass mal sehen. Nee, heute nicht mehr. Meine Augen werden langsam müde. Oh, lass mal sehen. Wie läuft das stabil? Nö, gar nicht. Es läuft super stabil. Es läuft super stabil und viel, viel flüssiger. Auf der PS4 war es tatsächlich so, dass da bei diesen Kämpfen, wenn da mehrere zusammenkamen, das schon angefangen hat zu ruckeln. Aber so, richtig geil. Spiel, aber wäre schon cool, wie in den Predator zu kämpfen. Nice. Ja, ich könnte dir was über die Bugs erzählen. Ja, bei Breakpoint geht das gegen einen Terminator. Okay, mach mal. Die Games sind immer ultra verbuggt. Also, was ich jetzt mitgekriegt habe gestern ist, bei der Streamerin, bei der Miss Erdbärchen, mit der wir am Sonntag Among Us spielen, die hat es gestern geschafft, damit ihre PS5 zu crashen. Ich weiß jetzt nicht, ob die das wieder hingekriegt haben oder ob die jetzt auf ein Update warten, aber die haben es geschafft mit dem Spiel Spider-Man Miles Morales, haben die es geschafft, die PlayStation zu crashen, weil der sich wohl irgendwie nicht mit dem Ruhemodus oder so verträgt oder auf jeden Fall ganz, ganz böse. Und das Problem ist bekannt, ich habe es mal gegoogelt, das heißt, da ist schon Sony dran am Reparieren. Und ja, da musste ich meiner Frau leider sagen, Miles Morales wird sie wohl voraussichtlich erstmal nicht spielen können. Trigger musste, ja. Mhm. Ja, aber ich finde jetzt, also, ich hatte toi, toi, toi. Ne, ich will den nicht tragen. Nein, ich will den nicht tragen. Oh, nein. Also, ich hab's toi, toi, toi bei Assassin's Creed-Spielen eigentlich selten gehabt, dass die ganz brutal verbuggt waren. Selbst Unity, fand ich, war absolut spielbar. Ja, klar, natürlich. So, was haben wir hier noch an der Burg? Eigentlich gar nichts mehr, ne? So, das heißt, wir gehen nochmal zu der Spitze hier. Gucken nochmal danach.
viel von dem Geld oder hier Dings hier Bumster haben wir eigentlich schon hier? So die ganzen Barren und sowas. Lass mal gucken. Na, guck mal hier. Oh, da geht's ja richtig ab. Da geht's ja richtig ab mit der Luzi. Mhm. Was? Nö, also das hatte ich gar nicht so, muss ich sagen. Aber ich habe Unity auch relativ spät gespielt. Ja, so beim Klettern oder so, da gab es mal ein paar Bugs, aber das war dann, hat mich dann zwar auch erstmal aufgeregt, aber es war dann okay. Scheiße, da komme ich so nicht hoch. Seite versperrt sein. Mhm. Von der anderen Seite versperrt. Das heißt... Okay. Ja, gut, aber guck mal, wie umfangreich die Spiele sind, ne? Da ist das schon verständlich, dass, ja, weil dass da sehr viele Leute ja dran am Arbeiten sind und da kann ja mal was passieren. Spiele werden ja immer umfangreicher, ne? Ist da jemand? Nö. Ciao. Guten Tag. Ich dachte, ich komme mal vorbei. Auf gute Nachbarschaft trinken und so. So. Plündern. Zack. Jägermantel. Reichtum erworben. Sollen wir uns den Jägermantel mal angucken? Mal gucken, wie der so ist. Wie der so abgeht. 17. Hat auch 17 Rüstung. Ja. Lassen wir mal so, wie er ist. Weiter geht's. Na, Heidebimbam, schon wieder 2 Fähigkeitspunkte. Ich habe inzwischen 4 Fähigkeitspunkte zum Ausgeben. So, dann kann ich ja mal 4 Fähigkeitspunkte ausgeben, oder? Ich denke mal wohl, ne? Fertigkeiten. Sehr gut. Schwupps. Ciao. Okay. Was? Wer sieht mich? Ach, da oben. Und tschüss. Stärke technisch geht gut voran. Oder? Ich hatte gestern was gespielt und habe auch den Prolog-Tag 22. Ja. Ja. Das geht ganz ordentlich. Ja gut, wenn du nachher da, was weiß ich, Stufe 250 brauchst, ne? Damit du überhaupt annähernd darüber nachdenken kannst, in manche Gebiete reinzugehen. Ja. Da brauchst du das auch. Guck mal hier. Guck mal, 190, ne? Die Stärke von dem Kloster. Oder hier, 130. 90, okay. 160. Und dann kommen hier oben die starken, was ich 90. Und da war irgendwo noch, hatte ich nicht gerade noch irgendwo ein 200. Hier, 250. Ja, Alter, die Waldfee. Hm. Steffen. Die machen das wahrscheinlich wie wir beide in unserem Beruf, ne? Die Endabnahme muss der Kunde machen, ne? So, dann gehen wir mal dahin. Die will ich jetzt machen. So.
Wenn wir ein bisschen Story mitkriegen hier. Sprich mit Sigurd. Ich rede so gerne mit meinem Stiefbruder. Ja, das geht. Oh, hier ist wieder Sperrgebiet. Skandal im Sperrbezirk. In München steht ein Hofbräuhaus, doch Freudenhäuser müssen raus. Endabnahme macht der Kunde, Steffen, weiß ja. Das ist so. Ja, denn... Ne? Der Beta-Test ist der neue Alpha-Test, ne? Ja, wie macht das denn Microsoft mit seinen Windows-Produkten oder seinen Office-Produkten? Die hauen einfach ein neues Release auf den Markt oder eine neue Version auf den Markt und testen es am Kunden, warten auf das Feedback und korrigieren aufgrund dessen. Ansonsten lassen sie es so. Der sagt nie wieder was. So, dann erzähl mal was. Eivor, da bist du ja. Was ist mit den Gefangenen? Männer aus der Feste. Sie waren auf Wachgang. Wir haben sie ausgequetscht. Bogert ist nicht hier. Die bewachen seine Frau Ethelsweed. Nach Tamelvjord haben die beiden sich wohl getrennt. Es wird nicht lange dauern, ehe jemand nach diesen Männern sucht. Wir müssen hinein und Ethelsweed finden. Die ja. Königin ergreifen, um den König zu finden. Gute Idee. Hoffen wir, dass sie Erfolg hat. Versuch du noch mehr aus ihnen rauszukriegen. Eivor und ich werden uns darum kümmern, Ethelsweed zu holen. Möge Odin euch leiten. Bananensoftware? Wieso Bananensoftware?